So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen. Hallo guten Klaus. Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Zurück aus dem Urlaub, braun gebrannt. Sag mal, haben wir bereit für die Aktienwelt. Genau, haben wir eigentlich Disney im Depot? Können wir gleich mal reingucken, wir machen ja gleich nochmal ein Update. Wir haben über Disney gesprochen, ob wir sie im Depot haben, ich glaube noch nicht. Ich war in Paris mit den Kids im Disney World, oh la la. Das war so voll, da habe ich mir überlegt, haben wir eigentlich diese Aktie? Du meinst, die Nachfrage ist hoch, ja? Die Nachfrage ist hoch. Ja, Disney, ich glaube, war letztens ja auch wieder im Fokus im Thema Sportwetten, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, als Christian hier dabei war, okay, kannst du dir ja vorstellen. Sportwetten war ein großes Thema. Heute geht es um was anderes, heute geht es um gleich Medikamente, aber zuerst sprechen wir über die Leitzinsen. Und das, was uns die letzten Wochen bewegt hat, wir haben ja keine schönen Wochen, zumindest aus Investorensicht hinter uns. Es geht purzelt so langsam Stück für Stück nach unten. Ich sage ganz gerne, wenn ich morgens ins Büro komme, wir sehen ja hier auf unserer schönen Leinwand immer, ob die Märkte steigen oder fallen. Morgens ist immer alles grün. Die Märkte täuschen das Ganze irgendwie an. Nachmittags geht es oftmals bergab und wir schauen uns auch genau mal an, was da eigentlich gerade los ist. Wir werfen auch einen Blick nach China. Der Hang Seng Index mittlerweile -20% vom Allzeithoch entfernt. Also offiziell im Bärenmarkt, zumindest nach offizieller Definition. Wir schauen auch nochmal auf Quartalsergebnisse. Aber letzte Woche einiges los. Große Unternehmen, die viel verloren haben, teilweise auch welche, die gewonnen haben. Also auch auf Einzelbasiswert ist da einiges los gewesen. Ja, und wir werfen, wie gesagt, einen Blick auf Novo Nordisk. Da gab es spannende Quartalszahlen, noch spannendere Studienergebnisse und die Aktie hat richtig zugelegt in den letzten anderthalb Jahren. Knapp 200% jetzt so, seit dieses Medikament zugelassen wurde. Jetzt gibt es nochmal positive Nachrichten und wir werfen da einen Blick drauf. Und ihr kennt das Spiel. Wir werden dementsprechend einmal mit einem Blick auf die Märkte starten. Und ich starte hier mal mit einem Blick auf den DAX. Ihr habt es gesehen, wir haben in den Wochen Hochs und Tiefs gehabt. Wir sind zwar immer noch auf einem eigentlich ganz positiven Trend, wenn man sich das hier langfristig anguckt. Zumindest sind wir noch überhalb des gleitenden Durchschnitts, den wir hier sehen. Wir sehen aber, es konsolidiert sich hier oben auf oberen Niveau. Ich habe ja gerade eben gesprochen, wir hatten keine so schönen Wochen in den letzten Wochen. Das ist allerdings eigentlich auf sehr hohem Niveau noch gemeckert. Also wir halten uns immer noch über den 15.500 Punkten hier oben. Und fallen da auch nicht so richtig drunter. Wir haben zwar, wenn wir uns das Ganze mal auf Wochensicht anschauen, doch noch mehr los gehabt. Also wenn wir hier auf den Beginn der Woche wieder blicken, dann sehen wir, es ist wirklich so treppchenartig immer weiter nach unten gegangen. Woran lag es? Ja, wir hatten die ein oder andere Nachricht aus den USA, insbesondere da der Fokus, dass wir vielleicht doch Zinserhöhungen bekommen. Wir werden es gleich sehen, das hat die USA noch ein bisschen deutlicher mitgenommen. Beim DAX, der zieht eigentlich gerade so ein bisschen mit, weil wir ja natürlich auch hier wirtschaftlichen Gegenwind bekommen und so ein bisschen im Gesamteuropa-Konstrukt nun auch an den Zinsen hängen. Wir haben einige Staaten, wo die Zinsen eigentlich schon auf unterem Niveau sind, unter den 2% teilweise auch schon sind. Wenn wir in die Benelux-Staaten gucken, die halten sich eigentlich ganz gut, dann haben wir die Hochinflationsländer und ja, gerade haben wir schon so das Problem auch bei der EZB, das alles in einen Rahmen zu bekommen. Und bei einer schwächelnden Wirtschaft, in den USA sieht es fast noch ein bisschen anders aus. Da haben wir eigentlich eine zu starke Wirtschaft und diese zu starke Wirtschaft führt eher dazu, dass man denkt, ach, wir erhöhen noch ein bisschen weiter die Zinsen. Man hat natürlich aber auch im Fokus, und das muss man da ganz klar sehen, dass so eine Zinserhöhung natürlich nicht von heute auf morgen die Preise ändert, sondern wir sehen es halt ganz klar eher auf einer langfristigen Variante. Und das sehen wir auch hier, wenn wir in den USA einfach mal auf diesen Index hier langfristig schauen, dann sehen wir ganz klar, dass auch der so ein bisschen am Purzeln ist. Jetzt sind wir wieder auf den DAX gesprungen. Hier sind wir jetzt in den USA. Und da sehen wir, dass auch hier dieser Knick nach unten geht und wir eigentlich aber deutlich eher an diesem langfristigen Durchschnitt kratzen. Und auch, muss man sagen, das Momentum ganz klar auf allen Indizes eigentlich nach unten zeigt. Also auch hier, wenn wir uns den Dow Jones kurzfristig angucken und tatsächlich auch, wenn wir uns den Nasdaq angucken, der ja immer wieder gefühlt am meisten von diesen Zinserhöhungen geschädigt wird, dann sehen wir auch hier, gab es in dieser Woche einen deutlichen Knick nach unten und wie gesagt, das Ganze wird immer noch deutlicher, wenn wir es uns wirklich mal in der Woche angucken. Auch hier gehe ich mal auf die einzelne Woche. Wir sehen es, wenn wir jetzt hier mal den Tag markieren.
Montag hat die Woche gestartet, ganz deutliches Momentum nach unten. Und erst diese Woche geht es wieder nach oben. Die Renditen sind hier das große Thema. 4,25% auf der 10-Jahres-Anleihe. Zu gute US-Daten, kann man so sagen. Die relevanten Leitzinsen sind alle gefallen. Die sind gerade durchgegangen. Sowohl der Nasdaq, Dow Jones, als auch der S&P 500, die alle irgendwie auf so einem Negativ-Trend sind und gerade eher so eine Revision antreten. Diese Woche steht Nvidia auf dem Plan. Da wird sich groß zeigen, was auch noch da die Märkte weiter bewegt. Aktuell ist ja noch so die Hoffnung, dass die KI-Nachfrage doch noch ein breites Nachfragewachstum im Markt auf sich zieht. Und jetzt ist einfach die Frage, spiegeln die Zahlen das am Ende auch wieder? Oder ist es nur mehr Fantasie, weil wir uns gerade alle so ein bisschen der KI erfreuen? Das ist so ein bisschen das große Thema. Tatsächlich problematischer sieht es aus, wenn wir nach Asien blicken. Hier sehen wir das, insbesondere wenn wir uns hier mal das Ganze ein bisschen langfristiger anschauen, dann sehen wir, dass wir auch unter den Durchschnitte gebrochen sind. Wir sind hier auf einem Hoch gewesen, von diesem Hoch jetzt ein ganzes Stück wieder zurückgekommen. Also wir sehen hier einen ganz klar abfallenden Trend und der sich eigentlich hier noch mehr verstärkt. Ich habe es angesprochen, -20% jetzt im Hang Seng. Problem ist einfach der Immobiliensektor, der ja schon lange eigentlich ein Problem ist, was so ein bisschen wieder vergessen war und man hat gehofft, die boomende Wirtschaft, die wird es schon wieder gerade biegen und gerade zeigt sich eigentlich verstärkt, dass das nicht so der Fall ist. Ein Viertel des Gesamtwirtschaftswachstums kommt ja aus dem Immobiliensektor in Asien und ja, die generelle Konjunktur lässt auch so ein bisschen zu. Man hat auch so ein bisschen das Vertrauen in diese Investitionen da gerade verloren und man kommt einfach nicht mehr so sehr in Schwung, wie viele gerade gehofft haben. Wir haben ja eine Kollegin, die 6 Wochen, glaube ich, in China war und die da auch berichtet hat, weil sie auch für die Familie Wohnungen verkaufen sollte und da unterstützend dabei war. Und die Leute haben es noch nicht verstanden, dass da der Preis sein Zenit erstmal erreicht hat. Ja, und sie hat aber auch erzählt, und das passte auch zu den vielleicht Entwicklungen, dass innerhalb von China viele Leute, die so intellektuell, sag ich mal, gebildet sind, sehr ängstlich sind, dass die Situation mit China und Taiwan, alle politische Situation, das hat man gar nicht in den Medien durchbekommen, sind so geebnet, dass man praktisch so einen wirklichen Angriff auf Taiwan machen könnte. Ob das jetzt, wann es kommt, auf jeden Fall ist das die Stimmungslage, die ich ja gestern am ersten Tag wieder im Büro, und ich habe mit Hui auf dem Kaffee mich unterhalten, wow. Also. Ja, absolut. Und das ist ja das, was wir bei China immer so haben. Wir haben regulatorische Probleme, die mit reinschauen. Wir haben immer wieder dieses Taiwan-Thema, was an der einen Stelle verstärkter ist, an der anderen Stelle vielleicht mal wieder ein bisschen abflaut. Wir haben jetzt eine etwas abflachende Wirtschaft. Und das hatten wir so bei uns ähnlich gesehen. Wir haben so einen brodelnden Kessel aus verschiedenen Komponenten, was einfach gerade dazu führt, dass so ein bisschen Investorvertrauen auch verloren geht und die Märkte einfach sinken. Wir hatten teilweise mal wieder positives Momentum, weil dann doch die großen Tech-Konzerne eigentlich ganz gute Zahlen vorgelegt haben. Aber jetzt Tech-Werte jetzt mit steigenden Zinsen, denn wenn wieder die Zinspolitik ist, haben wir ja gesehen, dass dann die Tech-Werte wieder unter Druck geraten. Ne? Genau, und wir sehen auch ganz klar, dass das ein Problem auch in den Bankensektor sich gerade reinzieht. Wir haben sehr stark gesehen bei den Leitzinsen, die jetzt teilweise doch nicht so stark gesenkt worden, wie man es eigentlich erhofft hat. Woran lag es? Naja, es gibt ja diese verschiedenen Zinsen, in denen quasi China justieren kann, wie stark die Investitionsfreudigkeit gesteuert wird. Und man kann einfach nicht zu tief nach unten gehen, weil sonst die Banken ja potenziell auch kollabieren könnten, weil die natürlich auch nicht mehr so ein positives Momentum haben. Andererseits will man so ein bisschen den Konsum fördern. Also man steckt so ein bisschen in einem Dilemma und das spiegelt sich hier eigentlich gerade in dem Bild ganz gut wider. Das heißt, China ist zumindest nicht mehr auf einem ganz so positiven Trend, wie es so die letzten Jahre der Fall war. Ein bisschen besser sieht es tatsächlich aus in Japan. Da nordet man sich so ein bisschen hier in diesem, dieser Seitwärtsbewegung ein. Man ist ein bisschen gestärkt gewesen durch den etwas schwächeren Yen, hat den zum Anlass genommen, um die Exporte auch weiter zu fördern. Aber natürlich ist die Abhängigkeit sowohl von uns aus der westlichen Sicht, aber noch aus japanischer Sicht sehr stark, was auch diesen chinesischen Wachstumsmotor betrifft. Genau, aber aus Trader-Sicht ist das natürlich eine tolle Geschichte. Absolut. Wir haben Volatilität als Investor-Sicht und das ist ja das Thema heute hier. Sind es vielleicht für den einen oder anderen Wert vielleicht dann wieder gute Einstiegskurse? Weil wir haben uns doch in den letzten Wochen, Monaten immer gefragt, woher kommt denn eigentlich dieser Daueroptimismus, dass die Märkte in Richtung All-Time-High letztendlich laufen? Und jetzt ist man auf dem Boden der Realität vielleicht wieder angekommen, dass das Umfeld doch nicht ganz so
berauschend ist. Ja, das ist wohl wahr. Und wie gesagt, für viele berauscht auch nicht gesehen, was die News der Wochen betrifft. Wir gehen mal durch. Es ist noch einiges los gewesen. So langsam flaut das Ganze zwar ab, aber ich starte mit etwas, was vielleicht viele auch nicht ganz so gesehen haben, kann man so sagen. Etienne war so mit das Größte, was letzte Woche eigentlich passiert ist, kann man sagen. Und zwar aus dem Grund, weil wir hier wirklich ein großes Unternehmen haben, was in den letzten Jahren eigentlich viel von dieser Zunahme im Zahlungsverkehr profitiert hat. Hatten viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, dass da so ein Potenzial nach unten quasi auch herrschen kann. Was ist passiert? Ja, die Zahlen waren einfach deutlich schlechter, als man gedacht hat, und zwar auf vielen, vielen Ebenen. Umsatzwachstum konnte nicht mithalten, die Margen sind gesunken. Wir haben auf vielen Ebenen gesehen, dass wir höhere Kosten trotzdem noch haben und dass sich einfach das Momentum gerade von dem Unternehmen nicht in die richtige Richtung bewegt, dass man eigentlich denkt, man hat ein bisschen gespart, man wächst trotzdem noch weiter, man hat die Margen irgendwie im Griff, irgendwie kehrt sich da gerade alles zur falschen Richtung. Konkurrenten freut es teilweise, also PayPal, die ja mit Braintree, haben wir in den letzten Wochen ja auch in Investmentwerkstätten stark darüber gesprochen. Die können davon natürlich deutlich profitieren potenziell, weil die Margen von PayPal noch deutlich unter dem liegen, was Etienne quasi in den letzten Jahren generiert hat. Und könnte auch vielleicht ein Faktor sein, warum man hier wirklich so ein bisschen in Schieflage geraten ist, dass man einfach große Konkurrenz hat. Und PayPal hat die großen Unternehmen, Etienne die kleinen. Und ja, man weiß, dass da natürlich mehr Marge rauszuholen ist, aber die dann potenziell auch unter Druck geraten kann bei den ganzen Konkurrenten. C-Limited, auch da haben wir schon drüber gesprochen, auch die sind deutlich eingebrochen, 28%. Auch hier war es das Wachstum, was gefehlt hat, insbesondere in der super wichtigen Gaming-Sparte, die ja so ein bisschen der Profitabilitätsanker des Unternehmens ist. Auch das E-Commerce-Geschäft läuft nicht so, wie man das erwartet hat. Man ist zwar auf diesem starken Trend hin zur Profitabilität, das möchte man auch weiter durchziehen, dafür bricht halt gerade sehr stark das Wachstum weg. Und ja, auch da hatte man sich mehr erhofft, kann man sagen. CVS Health, glaube ich, vor ein paar Monaten mal hier drüber gesprochen, haben wir uns nicht dazu entschieden, sie auch hier mit ins Depot aufzunehmen. Was ist eigentlich passiert? Ja, CVS Health hätte diese starken Kooperationsverträge mit dem Versicherer. Da möchte man eigentlich so diesen Synergiezweck der unter Apotheken auch nutzen. Und jetzt ist es so, dass Amazon der neue Partner quasi auch ist. Das heißt, nicht ausschließlich, aber mit in Betracht gezogen wird von Blue Shield. Und ja, das ist natürlich potenziell in der Zukunft weniger Umsatz für CVS Health. Und ja, Estée Lauder hat auch noch Zahlen vorgelegt. Die waren sogar ein bisschen besser. Hier war es wieder der Geschäftsausblick, der das Problem war. Pflegeprodukte haben einfach momentan nicht so den Boommarkt, wie sie es zuvor hatten. Das flacht gerade so wieder ab. Sieht man potenziell auch, dass dort vielleicht Kunden am ehesten auch mal einsparen und auf was Günstigeres zugreifen. Ja, da hat Estée Lauder ein bisschen mit zu kämpfen gehabt. Dann hatten wir noch Farfetch, Online-Modehändler. Auch hier ging es bergab, 37%. Das ist schon zornig, ja. China war hier das tragende Problem, kann man so sagen. Großer Wachstumsmarkt eigentlich gewesen, Nachfragemarkt für Farfetch. Da ist man jetzt eingebrochen und ja, da spürt man wieder diesen Zusammenhang auch von den westlichen Unternehmen natürlich, was den chinesischen Markt betrifft. Redcare Pharmacy, haben wir drüber gesprochen, hat sich sehr positiv, muss man sagen, in diesem Jahr entwickelt. Wir hatten sehr, sehr positives Momentum von der Aktie. Was ist gerade passiert? Ja, es gibt einen neuen CEO und wir haben öfter hier auch schon über das E-Rezept gesprochen. Das E-Rezept ist natürlich essentiell für diese Unternehmen, weil wir sie darüber den großen Mehrwert haben möchten. Sie möchten endlich den Apotheken ungefähr gleichgestellt werden, dass Leute auch im Internet... Aber da stellt sich Deutschland ein bisschen quer, ne? Also, Deutschland stellt sich sehr quer und ja, Olaf Heinrich... Apotheker hat, glaube ich, Klage eingereicht. Genau, Olaf Heinrich hat jetzt genau gesagt, jetzt möchte er eventuell klagen, wenn es sich da nichts ändert. Und ja, das ist natürlich eine aktive Klage gegen Bund, kam jetzt vielleicht bei den Aktionären im ersten Schritt nicht ganz so gut an. Langfristig vielleicht positiv. Mal gucken, ob es bei der Drohung bleibt. Walmart hat eigentlich gute Zahlen geliefert. Vielleicht auch wieder ein Anlass gewesen für die letzte Woche, warum die Gesamtbörsen gefallen sind. Weil gute Ergebnisse nun mal im Einzelhandelsgeschäft sprechen eigentlich dafür, dass noch Konsum da ist, dass der Konsum noch wächst. In vielen Bereichen insbesondere wächst und damit eigentlich die Konsumlaune noch zu gut ist. Und Walmart hat so eine gewaltige Größe, dass das tatsächlich auch für Gesamt-USA gelten kann und ja, das hat so ein bisschen den Gesamtmarkt eigentlich betroffen. Und das Kurioseste war eigentlich in dem Falle John Deere, kann man so sagen.
deutlich besser als erwartete Quartalszahlen, deutlich besserer Ausblick, alles hat man angehoben. Man hat gesagt, dass man den Gewinn verbessern konnte, den Umsatz verbessern konnte, also alles war eigentlich positiv. Die Aktie ist trotzdem 5-6% gefallen. Was war so ein bisschen der Tropfen, warum man vielleicht denkt, dass es doch nicht gut aufgenommen wurde? Es war vielleicht zu gut, was diese ganzen Zahlen betrifft, denn viele sagen, dass halt insbesondere die Landwirte daraus gerade profitieren, dass man so hohe Preise für Agrarprodukte hat und dass dieses Momentum dadurch ja eher so ein bisschen künstlich ist und vielleicht nicht langfristig. Trotzdem ganz spannend, dass die Aktie dann da 5% gefallen ist. Wie hat die dieses Jahr sich entwickelt? Und hier ist die. Wir können ja gerne mal drauf gucken. Wir haben ja die Möglichkeit. Weil das ist ja einer deiner Werte, die ich, seitdem ich dich kenne, immer wieder John Deere, und ich finde den Wert auch spannend, muss genau, ich persönlich sagen. Genau, wir sollen den hier auch in Zukunft, werden wir auch nochmal machen, nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Aber wir sehen halt, dass John Deere auch sich eigentlich in so einer Seitwärtsphase hier bewegt hat, seit diesem sehr, sehr krassen Boom, aber sich in so einem langsamen, langfristigen Aufwärtstrend eigentlich bewegt. Wir sehen es aber hier, nach den Zahlen ging es halt einen Tick bergab, und solange schwanken wir jetzt gerade so ein bisschen nach oben und unten. Ich glaube, wir haben Anfang 2021 hier in diesem Zeitpunkt das erste Mal darüber gesprochen, und es ist so eine Wellenbewegung, kann man sagen, und das ist einfach auch so ein bisschen der Unsicherheit in diesem Agrarmarkt generell geschuldet, weil die Frage ist, was passiert in Sachen Krieg, wie sind die Ausfuhrquoten, wie sind die Investitionen. John Deere ist ja sehr innovativ auf dem Markt, kann man sagen. Wir haben, glaube ich, über die autonomen Traktoren schon gesprochen. Sollen wir nochmal aufgreifen, ich glaube, als Thema auch und als Wert finde ich, ist wie gesagt auch immer noch irgendwie sehr spannend, insbesondere weil es auch wirklich ein großes, großes Unternehmen ist, das darf man immer nicht vergessen. Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden haben nicht allzu viele Unternehmen. Aber dann sind auch 5% Rückgang auch, ist auch viel verbrannt, ne? Ja, absolut, absolut. Das ist schnell ein großes Volumen da. Armin hat es hier gerade geschrieben, E-Rezept kommt bald, ist bald verpflichtend. Also vielleicht ist das dann doch der Schlüssel, der dann kommt. Der Game Changer. Und dann vielleicht auch in dem Momentum so für irgendwann ausgelegt, dass halt auch der Apothekenmarkt online davon profitieren kann. Wir haben jetzt viel über die Wochen geredet. Wir gehen mal kurz noch mit einem Blick auf unser Depot zu. Und auch da sind wir natürlich nicht darum herum gekommen, dass es hier ein bisschen bergab ging. Wir haben letzte Woche uns mit dem Schienenverkehr beschäftigt, haben hier Canadian Pacific Kansas City dazu genommen. Die haben sich seitdem relativ seitwärts bewegt, kann man sagen. Wo gab es Ausschläge? Ja, BioNTech war so ein bisschen ein unserer Problemunternehmen, hier zumindest aus diesem Depot, das sich aber letzte Woche sehr, sehr positiv entwickelt hat. In den USA soll man sich wieder impfen lassen, soll Corona-Impfung auffrischen. Und das heißt natürlich wieder ein bisschen Umsätze, ohne dass man jetzt gerade eine Innovation bringt. BioNTech, Moderna, auch Pfizer hat es gefreut. Und das ist auch ein ganz guter Übergang heute zu Novo Nordisk. Und Novo Nordisk sagt mittlerweile bestimmt vielen von euch etwas. Man kann sagen, eines der Unternehmen, die in den letzten Jahren extrem von einem Boom profitiert haben, die aber auch eigentlich schon sehr, sehr alt sind. 1923 ist das Unternehmen ursprünglich gegründet worden, aus einer Unternehmerfamilie quasi, die diese Insulinproduktion neu aufnehmen wollte, neu synthetisieren wollte, quasi das Ganze nach Europa bringen wollte. Hat sich dann so ein bisschen entzweit, die Familie, hat zwei Unternehmen gegründet, die dann sich wieder zusammengeschlossen haben, 1970 ungefähr, zu Novo Nordisk. Und man hat über die letzten Jahre eigentlich immer davon profitiert, dass man neue Innovationen im Insulinbereich herausgebracht hat. Früher war das Ganze eine Krankheit, die eigentlich zwangsläufig zum Tode geführt hat. Dann gab es in den 20er, 30er Jahren so die ersten Innovationen. Irgendwann hat man es dann geschafft, nicht nur tierisches Insulin zu gewinnen. Also früher hat man das aus Schweine und aus Kühen gemacht, sondern mittlerweile kann man synthetisch aus Weizen teilweise, habe ich gelesen, herstellen. Und ja, darüber hat man eigentlich seine Expertise in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Man ist wirklich sehr stark auch auf diesen Markt fokussiert. Und 1980 gab es, wie gesagt, diese Innovation. Dann ist man jetzt bald auch in diesen Übergewichtsmarkt eingestiegen. Und das ist das, was ich gerade eben
ja mal beschrieben habe. Und das sieht man ganz gut in diesem Graphen hier. Also Wegovy heißt das neue Medikament. Und da ist man so ein bisschen weg vom klassischen Diabetesmarkt, der natürlich auch immer mit Übergewicht zu tun hat, was damit zu tun hat, dass man irgendwie dicker wird. Und teilweise sind die Nebeneffekte von diesen Diabetes-Medikamenten nicht nur, dass man Insulin bekommt, sondern natürlich auch, dass man über diesen Weg am Ende sein Übergewicht verliert, dass man schlanker wird. Und das wurde, kann man sagen, eine Zeit lang sehr stark missbraucht von vielen Menschen, die einfach nur schlanker werden wollten. Und Wegovy ist tatsächlich ein Medikament, was auf diesem Part ansetzt, indem es sagt, sie nimmt diese guten Teile aus den Diabetes-Medikamenten raus und erzeugt dadurch ein Medikament, was insbesondere gegen Übergewicht helfen soll. Und man kann sich vorstellen, das ist ein riesiger Markt, wenn man insbesondere auch in die westliche Welt blickt, aber auch generell haben wir in sehr, sehr vielen Teilen der Welt mit Übergewicht zu kämpfen. Und man sieht ganz gut, wie sich die Aktie dann auch gelöst hat von vielen Konkurrenten aus Europa. Also man sieht hier AstraZeneca, Roche, Novartis, Sanofi, also auch viele Konkurrenten, im Insulinmarkt, kann man sagen. Und hier ist die Aktie halt wirklich sehr, sehr stark nach oben explodiert. Man kann sagen, dass das Unternehmen mittlerweile eine Bewertung erreicht hat, die zweitgrößte in Europa ist. Man hat 400 Milliarden Dollar Börsenbewertung quasi erreicht und das ist halt dadurch nochmal entstanden, dass es hier diesen Peak gab. Was hat dieser Peak ausgelöst? Ja, man hat gesagt, ja, wir wollen dieses Medikament quasi noch ansprechender machen und hat nochmal so ein paar Studien in Auftrag gegeben. Und das hier kommt von Bloomberg. Und hier sieht man, was so diese Studien noch zusätzlich ergeben haben. Also man hat ein 20% geringeres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Man hat positive Effekte auf in anderen Bereichen quasi von diesem Medikament, abseits davon, dass man eigentlich nur Gewicht verliert. Und das führt am Ende dazu, dass man noch positiver diesem Medikament gegenübersteht. Und dabei muss man sagen, dass das Novo Nordisk schon lange nicht mehr hinterherkommt, diese Sachen zu produzieren. Sie haben extrem Probleme, diese Nachfrage, die überhaupt da ist, zu bedienen. Und das jetzt nochmal ein positiver Effekt eigentlich dazu kommt, dann führt dazu, dass die Nachfrage wahrscheinlich noch höher wird. 2030 soll es 1 Milliarde Menschen mit Übergewicht geben, mit so einem Übergewicht, dass man es behandeln sollte. Und da ist natürlich jede positive Studie dazu nochmal ein Sprung. Und ja, wenn wir uns das in unserem Snapshot einmal ansehen, dann sehen wir genau auch, was das eigentlich bewirkt hat. Wir haben 32% Umsatzwachstum gehabt. Ich habe, wie gesagt, wir haben keine Möglichkeit, diese große Nachfrage aktuell zu bedienen. Wir haben positives Gewinnwachstum, wir haben Traummargen, 86% Grossmarge, 36% Profitmarge, Traummargen des Pharmageschäfts und das halt erzielt aus diesen drei Kernbereichen. Also der größte Bereich ist immer noch dieser Insulinbereich, 80% des Umsatzes kommt daher. Extrem lukrativ, insbesondere in dem US-Markt, in dem man sehr aktiv ist. Da kosten die Medikamente teilweise tausende Euro pro Monat. Da ist man aktiv, verkauft seine Medikamente hin. Man ist natürlich auch im dänischen Markt aber aktiv und hat da auch immer wieder Innovationen, indem man sagt, wir brauchen seltenere Spritzen, die nur einmal die Woche gegeben werden müssen, einmal am Tag gegeben werden müssen. Dadurch, dass man auch mal kein dauerhaftes Tracking, also eigentlich sehr, sehr nachhaltige Medikamente. Wir gucken uns das gleich mal ein bisschen genauer an. Das ist das größte dänische Unternehmen, mehr oder weniger. Es ist das größte dänische Unternehmen, es ist das zweitgrößte Unternehmen in Europa, kann man sagen. 400 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Also riesig groß und man muss sagen, die Dänen sind nicht so viel, haben aber tatsächlich trotzdem viele große Unternehmen. 6 Millionen Leute leben ja nur in Dänemark. Unser Nachbar hier in Hamburg. Ja. Genau. Und, eine Stunde Fahrt bis in Dänemark. So große Unternehmen werden da trotzdem entwickelt und das kommt halt daher, dass man sich sehr stark auf Bereiche fokussiert und die auch in eigener Hand behält. Stecken oftmals so Konstrukte hinter, die diese Unternehmen halten und davor abhalten, dass jemand anders sie übernehmen kann. Also oftmals so Stiftungen, die dahinter sehen. Und wie gesagt, mit dem Insulinmarkt groß geworden, dann gibt es noch diesen Markt für seltene Krankheiten, kann man sagen. Seltene Krankheiten, wo man aber auch in diesem Blut
Krankheiten bleiben möchte, also diese Expertise auch hier aus dem Insulin- und Diabetesmarkt nutzen möchte. Und es gibt halt diesen neuen Geschäftsbereich und das ist halt der Geschäftsbereich des Übergewichtes, kann man sagen, der extrem stark gewachsen ist, 103% im letzten Quartal und halt so einen großen Markt noch vor sich hat. Und da kann man auch so ein bisschen verstehen, wo gerade diese Fantasie herkommt. Wir haben es gerade eben im Chart gesehen und wir sehen es auch nochmal, wenn wir in die Investor-Präsentation gucken. Dieses Insulin GLP-1 insbesondere ist auch da so das Steckenpferd, was diesen Insulinmarkt betrifft. Das macht einen Großteil des Umsatzes aus. Wir sehen es hier in allen Märkten eigentlich, natürlich insbesondere in Nordamerika, weil man da einfach am meisten Geld mit diesen Produkten verdienen kann. Das ist ein bisschen anders, als es hier in den europäischen Märkten der Fall ist. Wir sehen es aber halt auch, wie das generelle Wachstum eigentlich in vielen Märkten steigt und insbesondere auch steigt, wenn wir auf diesen Obesity-Markt, also den Übergewichtsmarkt gucken. Hier sehen wir natürlich extrem, wie dieses Wegovy gerade da so ein bisschen durchschlägt und eigentlich auch zugelassen ist in Dänemark und in Norwegen und in Deutschland. In Deutschland habe ich schon gelesen, falls jemand das von euch ausprobieren wollen würde, nicht, dass ihr übergewichtig seid, aber das ist quasi eigentlich nicht erhältlich. Es ist nicht möglich, an dieses Produkt eigentlich ranzukommen, weil man halt primär die USA beliefert und primär den Markt beliefert, wo gerade am meisten Kapital dafür genutzbar gemacht werden kann. Man baut immer wieder neue Fabriken, man möchte den Markt irgendwie weiter bedienen. Die größte Angst ist aber eigentlich, dass zukünftig noch mehr Konkurrenten dadurch auf den Markt kommen. Ich wollte gerade sagen, also bei so einem Markt. Eli Lilly hat jetzt sein neues Medikament kurz vor der Zulassung. Pfizer, alle arbeiten eigentlich an ähnlichen Varianten, günstigeren Varianten. Novo sagt aber selbst, dass sie es eigentlich gar nicht vielleicht so schlecht finden, weil der Markt so groß ist und dann auch der Markt bedient werden kann in einer gewissen Art und Weise. Inwiefern das jetzt der Wahrheit entspricht, ist natürlich abzuwarten. Aber wenn wir nochmal einen Blick hier wirklich auf den Chart werfen, dann sehen wir auch, dieses Momentum ist halt wirklich extrem in den letzten Jahren gewesen. Ich gehe nochmal hier auf unser Layout dazu. Und da sehen wir halt, dass wir eigentlich, ich habe es hier mal versucht, mit diesen grünen Trendlinien einzuzeichnen, einen immer stärkeren Wachstumstrend haben. Jetzt könnte man hier fast schon wieder bald einen neuen ansetzen, wenn das Momentum dann wirklich bleibt. Also wir sehen, dass es ja mit diesen Neuerungen gerade wirklich positive Stimmung aufgebaut wird, zumindest was Novo sollte man betrifft. Jetzt da noch einsteigen? Genau, wir haben es gerade eben gesehen im Snapshot und wenn ich nochmal in unseren Snapshot auch gleich zurückgehe, dann sehen wir nämlich einen Punkt, der so ein bisschen natürlich die Fragen lässt. Und das ist ein KGV von 43, trotz einem sehr positiven Gewinnwachstum. Trotzdem, was auch prognostiziert wird, ist das natürlich eine hohe Bewertung. Insbesondere bei einem Unternehmen, was schon 400 Milliarden Dollar wert ist. Da ist viel Zukunftsfantasie. Man hat teilweise doppelt so hohe Bewertungen wie die Konkurrenz. Also wenn man jetzt auf die großen weiteren, auch US-Pharmazeutika, auf die europäischen guckt, die wir gerade eben gesehen haben, dann ist man sehr, sehr teuer bewertet. Also sowohl was den Umsatz, sowohl was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft. Und auch der Verschuldungsgrad ist zwar immer noch nicht hoch, aber deutlich getrieben worden, weil man halt diese Fabriken jetzt braucht und viel investiert. Da muss man sich schon genau überlegen, ist das gerade noch für mich spannend oder ist es nicht spannend? Ich mache, wie gesagt, gleich mal die Umfrage an. Es gibt nämlich ein paar Vor- und Nachteile halt zu beachten. Man kann sagen, man hat noch diesen Diabetesmarkt. Über 50% hat man hier einen Anteil am Marktvolumen. Man ist hier Geschäftsführer. Man beschäftigt sich aber mit dieser Krankheit wirklich schon seit Jahren und hat da wirklich auch eine Expertise, kann man sagen. Und dieser Milliardenmarkt des Übergewichts ist halt der, der gerade ansteht. Und aktuell gibt es noch keine Konkurrenzprodukte. Eli Lilly ist am ehesten dran, hat auch sehr starke Kurssprünge gesehen, das zu launchen. Bei den anderen ist es so, ja, es könnte kommen, es könnte aber auch nicht kommen, so wie es immer ist bei Pharma. Wir haben es gerade eben an dem Chart gesehen, es wurde released und dann ist die Aktie mehr oder weniger explodiert. So könnte es natürlich auch bei Konkurrenten kommen, kann aber auch nicht kommen. Das weiß man insbesondere als Laie natürlich immer sehr schwer. Wir haben das in der Investmentwerkstatt ja auch mal besprochen, dass man oftmals einen Korb hat, weil man halt oftmals von außen vielleicht das Ganze nicht einsehen kann. Es gibt aber auch ein paar Kontrapunkte. Man ist halt sehr stark auf diesen Markt fokussiert. Ich spinne jetzt mal rum und sage, irgendjemand würde ein Allheilmittel schaffen, dann wäre man natürlich sein Kerngeschäftsmodell los, mehr oder weniger.
Ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich, aber man kann schon sagen, dass dieses Kerngeschäft natürlich viel Konkurrenz hat, viele Leute, die auch dort agieren und auf dem Markt ja, Fuß fassen wollen. Und diese hohe Bewertung ist natürlich nicht außer Acht zu lassen. Dementsprechend werde ich mal die Umfrage starten und ihr dürft gerne einmal abstimmen, ob wir das Ganze in unser Depot aufnehmen und das weiter auch hier beobachten. Ich gucke mal gerade. Ich glaube, ihr könnt sagen, Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko, richtig, Frank. Genau, das waren die News. Also einiges ist auch wirklich los, was diese Aktie quasi betrifft. Armin spricht von auch einer Revolution. Hat aber, wie er gesagt hat, nichts mit Insulin zu tun. Also es ist wirklich ein neuer Markt. Das ist nur ein ähnliches Marktumfeld. Gut. Danke für nochmal genau für die Aufklärung. Wenn Armin das sagt, dann schickt absolut. Mal ja. Und das ist auch genau das, was Frank auch dazu sagt. Das mit dem KGV ist natürlich immer nur eine Bewertungskennzahl, da hast du vollkommen recht. Es ist immer die Frage, wie wird die Zukunft sein und wie sind die Zukunftsaussichten? Und wir wissen das, ihr habt das in den Charts auch gesehen und wir können uns das gerne auch nochmal ein bisschen technischer ansehen. Wenn man halt so weiter wächst und wenn die Prognosen zuströmen, dann wird man diesem KGV natürlich auch sehr schnell gerecht. Und wir kennen das, gute Unternehmen haben halt diese hohen KGVs. Qualität ist meistens teuer. Wir sehen das immer wieder gerne bei McDonald's und bei anderen großen Unternehmen. Die Frage ist nur immer, wie teuer, wie gut wird die Prognose? Das ist ja immer auch das Schöne. Das ist das, was wir selber empfinden und da auch reininterpretieren können und auch in unseren Positionen dann am Ende widerspiegeln können. Ulf, ich kann gut sein, dass ich das nicht ganz richtig ausspreche, wie Nordirsk. Ich bin kein Däne, muss ich sagen, auch wenn ich hier nah dran bin im Norden. Ich versuche mal. Aus Bonn kommst du. Nicht, zumindest nicht aus Dänemark, genau, kann man so sagen. Und Hartmut hat scheinbar ein ganz gutes Investment betroffen, zumindest was seine Zeit betrifft. Sehr gut. Wir gehen einmal weiter in die nächsten Wochen, in das, was ansteht in der nächsten Woche. Wir haben Baidu, wir haben Lowe's, wir haben Macy's, also nochmal Einzelhandel im Fokus und das chinesische Google, wie man da so gerne sagt. Nvidia ist, glaube ich, großer Fokus drauf, da wird sich viel tun in dem Rahmen. Snowflake, auch ja Emporkömmling der letzten Jahre, hat eigentlich immer abgeliefert, aber auch sehr, sehr teuer bewertet gewesen, wenn wir gerade beim Thema Bewertungen waren. Footlooker, ziemlich genau das Gegenteil, ist sehr nach unten gepurzelt, aber hat einen ziemlich breiten Markt, hat ja immer so wieder ein bisschen den Kampf mit Nike gehabt, wie es mal mit den Sortimenten aussieht, was man vertreiben kann, wie es mit dem Onlinehandel aussieht. Ja, Peloton, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Da, es gibt immer noch ein großes Fragezeichen. Ja, Fielmann, Workday, also wirklich einiges los noch in der Woche, aber man sieht, es wird weniger. Also der Fokus liegt hier, glaube ich, ganz klar, insbesondere natürlich auf Nvidia. Und wenn wir auf die Wirtschaftstermine gucken, dann sehen wir Einkaufsmanager-Indizes im Fokus. In der Eurozone, in den USA. Wir haben insbesondere aber auch Jackson Hole am Donnerstag. Und das wird insbesondere, wir haben es ganz am Anfang viel besprochen, sehr stark im Fokus stehen, was einfach dieses Momentum vom Markt betrifft, in welche Richtung geht es, was steht am Ende in den Notes drin. Ja, und wir werden noch einen Blick auf Konsum- und Verbrauchervertrauen, insbesondere in den USA, werfen. Man sieht, dass es so ein bisschen abflachend zu sein scheint. Trotzdem eigentlich noch positiv, kann man sagen. Und da ist halt genau diese Frage, wann könnte die Stimmung vielleicht mal kippen oder zu sehr kippen? Welches Szenario trifft am Ende zu? Wird es ein Soft Landing, wird es die Rezession oder wird es so eine langfristige hohe Inflation? Das wird spannend bleiben. Und ja, auch in dieser Woche kann man sagen, haben wir noch einiges vor. Wir haben die Investmentwerkstatt, wir werden uns die Schienenunternehmen nochmal genauer angucken. Wir haben ja letzte Woche in der Aktienwerkstatt hier Unternehmen ausgewählt, die wir auch da wirklich genau beleuchten werden. Auch hier 40% Profitmargen. Schienenverkehr klingt für jeden vielleicht langweilig, aber auch Traummargen, die man hier erzielen kann. Ja, und wir werden uns nächste Woche auch der Braubranche widmen. Oder werde ich dabei sein. Genau, wir haben einiges, was hier in Deutschland sich bewegt. Warren Buffett hat es letztens in viele, oder zumindest sein Unternehmen ist in viele Bau- und Projektierer eingestiegen und wir werden das Ganze auch nochmal unter die Lupe nehmen. Dementsprechend sind wir am Ende angekommen. Ich lasse die Umfrage noch ein bisschen laufen. Es sieht aber, kann man sagen, sehr positiv aus und
Carlos. Sehr gut. Also mir ein guter Einstieg. Ich habe, ja, und bin gespannt mit den Wirtschaftsnachrichten und auch mit dieser Woche mit dem Symposium dort. Also da wird einiges da sein. Als Trader, der jetzt gestern wieder ins Geschehen eingestiegen sind, die Märkte sind gestern gestiegen, heute gestiegen. Wir sind aber auf Wochenbasis short gegangen in allen Indizes, die es mehr oder weniger gibt. Also ich bin gespannt. Ja, und bedanke mich recht herzlich. Und nächste Woche, glaube ich, ist Christoph wieder hier an dieser Stelle. Wir haben um 11 Uhr, glaube ich, Signale in der 4-Stunden-Strategie. Genau. Ich werde mal rübergehen auf die andere Seite und dann schauen wir uns das an. Und bedanke mich recht herzlich und wünsche uns allen eine gute Woche. Danke, bis bald. Ciao.